herzlich willkommen zurück, meine Möwen. Heute habe ich mal ein Videoformat für euch, das ich schon sehr lange vernachlässigt hatte. Und zwar so lange, dass die letzte Folge dazu letztes Jahr kam. Los geht's! Und zwar werde ich euch heute meine Neuzugänge von diesem Jahr zeigen. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Ich werde bewusst die Harvest Moon-Reihe auslassen. Ihr könnt sie euch gerne oben in der Infokarte anschauen, wenn ihr möchtet. Denn für mein Fullset habe ich hier auch einige Spiele gekauft und die auch schon genügend vorgestellt, sodass ich sie jetzt nicht in diesem Neuzugänge-Video mit reinnehmen werde. Aber ich habe ein paar Sachen da. Ein paar Titel sind es ja doch geworden und ich habe gedacht, heute rede ich darüber. Denn ich habe ja mein Sammelverhalten verändert und ich bin immer noch dabei, es zu verändern. Deswegen sind nicht so viele Sachen dazu gekommen, aber einige Sachen, über die ich mich sehr freue. Einige habe ich auch schon gespielt oder sogar durchgespielt. Und ich würde sagen, ich sollte aufhören zu labern, ne? Fangen wir einfach mal an. Und zwar der erste Titel, von dem ich sprechen möchte, ist Project Zero 1. Tatsächlich wisst ihr ja, wenn ihr mich schon länger verfolgt, dass der zweite Teil für mich der beste Teil der Reihe ist. Aber kauft nicht die Wii-Fassung, die ist einfach schrecklich von der Steuerung. Die Fassung für die PlayStation, da spechte ich auch noch hinterher. Und zwar habe ich mir den ersten Teil für die PlayStation gekauft und das war, lasst mich lügen, ich glaube bei eBay Kleinanzeigen für 10 Euro, 8 oder 10 Euro, ich weiß es nicht mehr genau. Und da spielen wir, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, Miku, die ihren Bruder Mafuyu in einer verlassenen Villa sucht. Ich habe das Spiel damals ursprünglich tatsächlich auf der Xbox gespielt, also auf der Classic Xbox, da kenne ich das auch her. Und das ist auch die bessere Version, wenn wir ehrlich sind, weil hier zum Beispiel die Rätsel noch auf Japanisch sind, so dass man da meistens ohne Guide gar nicht hinterherkommt, weil man eben nicht versteht, was die Steine da einem sagen wollen, sind wir mal so ehrlich. Aber ich mag die Project Zero-Reihe und ich muss gestehen, die PlayStation habe ich hier immer aufgestellt, also ja, Bequemlichkeit und so. Es gibt auch noch einen zweiten und einen dritten Teil, der rausgekommen ist. Da werde ich mal gucken, das steht auf meiner Liste, werde ich mir irgendwann mal holen. Und ja, für diejenigen, die Project Zero nicht kennen, man ist ein Protagonist. In der Project Zero-Reihe ist man in der Regel immer weiblich und man hat keine Waffe, also keine Schusswaffe oder keinen Schläger. Sondern unsere Waffe ist eine Fotokamera und mit einer Fotokamera können wir Geister fotografieren, ihnen so Schaden zufügen und sie damit auch besiegen. Das ist bisher ein recht einzigartiges Gameplay-Element, was ich in anderen Spielen so noch nicht gesehen habe. Vielleicht mag ich deswegen die Project Zero-Reihe auch so gerne. Ich weiß es nicht genau, aber hey, das hat mich damals ja wirklich 8 oder 10 Euro nur gekostet, plus Versand 1,45. Und ich kann mich echt nicht beschweren. Ich weiß gar nicht, ob ihr das in diesen kleinen Dingen sehen könnt. Aber auch Anleitungen und CDs sind in Top-Zustand, also kann ich mich nicht beklagen. Und das ist, ja, der erste Neuzugang und ich laber wieder viel zu lange. Gehen wir weiter zu Nummer 2. Den zweiten Titel habe ich tatsächlich über Ostern durchgespielt. Und dabei handelt es sich um eins meiner allerliebsten RPGs für die PlayStation 2. Ich hatte es auch, glaube ich, in dem PlayStation 2 Sammlungsvideo erwähnt und das ist ta-ta-ta-ta! Dark Chronicle. Tatsächlich habe ich darin gute 40, 50 Stunden investiert. Das ist ein RPG mit Dungeon-Crawler-Elementen. Es gibt Zeitreisen darin und man muss Städte aufbauen. Und diese drei Sachen kombiniert sind einfach ein wunderbares Gameplay. Das Spiel wurde gemacht von den Level 5-Machern, die zum Beispiel auch die Professor Layton-Spiele gemacht haben. Oder Fantasy Life als Beispiel. Und ich muss feststellen, dass ich schon sehr viele Level 5-Spiele gespielt habe und die bisher immer alle mochte. Und in diesem Fall ist es so, dass wir mit Max und Monica spielen und die beiden sich auf die Reise machen in die Welt hinaus. Denn ein Bösewicht hat in der Zukunft quasi alle Ursprungspunkte, ausgelöscht, verändert, ja genau, Fischi, verändert. Und das bedeutet, dass die Zukunft immer mehr ausstirbt, sodass es dort nichts mehr gibt. Monika, die aus der Zukunft kommt, keine Sorge, das ist kein Spoiler, das passiert in den ersten 4 Stunden, reist deswegen 100 Jahre in die Vergangenheit, wo sie Max trifft und gemeinsam wiederherstellen sie die Ursprungspunkte, in diesem Fall zum Beispiel, nehmen wir mal das erste,
Es gab in der Zukunft einen großen alten weißen Baum, den man um Rat fragen konnte. Da er aber ausgelöscht wurde in der Zukunft und der Ursprungspunkt verloren gegangen ist, muss man in der Vergangenheit quasi diesen Baum neu anpflanzen, damit er in der Zukunft existiert. Und so funktioniert das quasi in einem Kapitel von Dark Chronicle. Es gibt sogar nach dem Durchspielen noch ein extra Kapitel, was besonders schwer ist. Und ich muss sagen, ich hatte dieses Spiel wesentlich leichter in Erinnerung, als es tatsächlich ist. Ich habe sehr oft den Game Over Screen gesehen. Und wer weiß es nicht, bei alten Spielen ist es die Regel, speichern nach jedem Dungeon oder nach jedem Abschnitt. Speichern, speichern, speichern. Wenn nicht, dann ja, dann ist alles verloren, wenn man stirbt. Und glaubt mir, man kann hier schneller sterben, als man denkt, aber es ist trotzdem immer noch eine große Empfehlung von mir, durchzuspielen. Eine schöne Geschichte. Viele Gameplay-Elemente, die mir super gefallen. Crafting, du kannst auch angeln, warum auch immer man in jedem Spiel angeln muss. Und Aufbauen, die Story ist schön und es gibt so viel davon zu erzählen. Ich glaube, davon muss ich irgendwann mal ein Fishy's Favorites machen, damit ich da ein bisschen genauer drüber sprechen kann. Und ja, Dark Chronicle, einer von meinen Neuzugängen. Und wieso mache ich eigentlich eine halbe Review immer draus? Dann der dritte Titel in meinem Bunde für die PlayStation 2, damit sind wir dann auch schon durch, ist da-da-da-da, Ark Twilight of the Spirits. Pure Nostalgie für mich. Ist ein Kindheitsspiel von mir. Ich habe mir das damals ausgeliehen, ich meine aus der Videothek. Und ich habe es nie durchgespielt. Auch das ist übrigens komplett. Bei Dark Chronicle übrigens ist der Zustand meh. Habe ich aber im PlayStation-Video auch erzählt. Falls ihr gucken wollt, ich verlinke es da oder da irgendwo. Tada! Das ist ein Strategierollenspiel tatsächlich. Ich kenne die anderen Ark-Spiele nicht. Das ist ja schon irgendwie der 5., 6. oder 7. Teil und die hängen auch nicht miteinander zusammen. Und ich mochte ihn damals, aber ich bin irgendwann mal hängen geblieben. Ich glaube, ich war zu unterlevelt. Ich habe die Geschichte noch gut in Erinnerung und es geht hier um zwei Zwillingsbrüder, die erstmal nichts voneinander wissen. Sie heißen Kark und Dark. Und der eine ist ein Mensch und der andere war ein Deimos, glaube ich, ne? Genau. Und es geht am Ende natürlich darum, die Welt zu retten, um es mal grob zusammenzufassen. Und dass die beiden Charaktere, also die Menschen und die Deimos, die miteinander, naja, verfeindet sind, ich sag mal, sich wieder näher kommen und natürlich die beiden Brüder, die nichts voneinander wissen, weil die Mutter die Klappe gehalten hat, sich gegenseitig akzeptieren und auch verstehen, dass sie eben Brüder sind. Und deswegen ein schöner Titel, den muss ich noch spielen. Ich habe ihn bisher nur kurz mal angespielt, um zu gucken, ob es natürlich läuft. Und was habe ich dafür bezahlt? Das war auch ein Kleinanzeigenfund für... Nee, das war kein Kleinanzeigenfund. Das war eBay Auktionsverlauf für 9 Euro, genau. Ich glaube, genau, das war das Spiel. Da hatte ich drauf geboten und scheinbar wollte es keiner. Oder nein, es kam raus zu dieser Zeit, wo die Auktion von 5 für 3 beim Mediamarkt rauskam. Genau, und da hat scheinbar keiner auf das Spiel geboten. Und ich habe es für 9 Euro plus Versand gekriegt. Daher freue ich mich sehr, kleiner Schnapper. Und ein Spiel von meiner Liste, das ich unbedingt haben wollte. Von daher, yay! Widmen wir uns doch mal einer moderneren Konsole als der PlayStation 2. Yay! Dazu habe ich auch schon ein Video gemacht. Deswegen halte ich euch das natürlich nur einmal ganz kurz in die Kamera. Ihr seht es ja auch schon längst im Hintergrund, nicht wahr? Da-da-da-da! Stardew Valley. Übrigens, wer mein Video gesehen hat mit Spiele doppelt kaufen, ich habe Stardew Valley verpasst. Beziehungsweise vergessen. Was ist denn heute los mit diesen Wörtern? Denn ich habe die Version, also ich habe den Download auf PC, ich habe den Download auf der Switch und ich habe die physische Form. Ja, ne, Nachträg so. Guckt ja eh keiner, da achtet drauf. Naja, falls ihr das andere Video gesehen habt und jetzt das und wisst, dass ich es gestanden habe, schreibt es mal unten in die Kommis mit so, du hast gestanden. Ja, was soll ich sagen? Stardew Valley kennt jeder, ein Farming-Simulator, ultra beliebt. Kam 2016 ursprünglich raus, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, spiele ich das schon so lange und es macht bis heute Spaß. Ich muss sagen, jetzt auch wieder abends eine Stunde oder so mal eben rein, ein bisschen an der Farm rumwurschteln und sowas. Stardew Valley ist so ein Evergreen, glaube ich. Also das kann man immer spielen, das wird nicht langweilig und danke nochmal, Joe, dass du das für mich mitbestellt hattest, denn ich habe diese fancy Collector's Edition hier die ist schön, die ist toll. Ihr wisst ja, ne? Man hat eigentlich keinen Platz dafür, aber sowas muss man trotzdem haben. Teilweise Sammler sein ist echt anstrengend.
Da ja bekanntlich Spiele doppelt kaufen besser ist als einzeln kaufen. Ja, ihr seht richtig. My Time at Portia. Und aktuell suchte ich persönlich die PlayStation 4 Version. Ginger. Ich finde Ginger so toll. Was sagt ihr zu Ginger? Falls ihr sie kennt, was ist eure Meinung zu Ginger? Ich versuche auch gerade an Albert ranzukommen. Ich weiß noch nicht, was ich von ihm halte. Aber Ginger ist ganz hoch im Kurs. Und ja, zurück zum Spiel. My Time at Portia. Der neueste, ich sag mal, Farming-Simulations-Boom, den wir im Moment erleben. Und ihr wundert euch jetzt so, aber Fischi, warum hast du denn die PlayStation 4 Variante und die Xbox One Variante? Ganz einfach, meine bessere Hälfte der Windwahl will das Spiel auch spielen. Aber wenn ich die PlayStation belagere, will er natürlich seine Xbox benutzen. Also, tada, haben wir zwei Versionen gekauft. Ursprünglich wollte ich glaube wie viele andere von euch auch, die Switch Variante haben, aber die war ja zeitweise wirklich ausverkauft und die beiden waren auch wirklich die letzten in einem Expert, die wir gefunden hatten. Und ich kann auch sagen, also ich kenne die Switch-Variante nicht. Ich weiß, dass die längere Ladezeiten wohl hat. Allerdings, der Handheld-Modus. Der spricht ja ultra dafür, sich abends irgendwie auf dem Sofa muckeln, ins Bett muckeln oder unterwegs nochmal eben ein, zwei Tage spielen. Die Zeit rennt ja gefühlt davon, wenn man das spielt. Also im Sinne, ach, ich mache nur noch einen Tag. Ich mache nur noch einen Tag, drei Stunden später. Oh. ich selbst habe bisher in den dritten Monat gespielt. Also Herbst müsste das sein mit Portia. Ich habe erst vor eineinhalb Wochen angefangen. Und bisher bin ich wirklich nur am Bauen und Ausbauen und Nebenmissionen machen. Ich weiß noch nicht, wie gut ich das Spiel finden werde. Die Story habe ich natürlich auch noch nicht durch. Deswegen mein Ersteindruck zu My Time at Portia ist positiv. Ich habe ja damals vor ein oder zwei Jahren die Alpha gespielt und fand es schon toll und habe mir gesagt so, ja, okay, ich gucke mir nichts mehr dazu an. Ich warte, bis das Spiel released wird. Und ich kann nur sagen, ich bereue es nicht. Die PlayStation 4 Fassung, die ich aktuell spiele, die läuft echt gut. Es gibt keine Ruckler, die Ladezeiten sind okay, also die sind jetzt nicht so lang, wie ich das immer auf der Switch höre. Und deswegen bereue ich es nicht, die PS4-Fassung zu haben, aber ich bin ganz ehrlich, wenn ich irgendwann mal Portia für einen 20er finden sollte für die Switch, dann, weil Handheld-Modus, ich muss sagen, ich mag die Switch eben, weil sie halt so einfach ist, ne? Du kannst sie überall mitschleppen, die passt auch in die Handtasche. Ja, deswegen spiele ich wohl auch immer noch Stardew Valley, weil die Switch ist halt bequem. Okay, zu den nächsten Neuzugängen. Los geht's, kommt. Der nächste Neuzugang ist auch der einzige, wo ich noch überlege, ob ich ihn nicht wieder weggebe. Denn ich habe gedacht, da wäre mehr drauf, als es ist. Beziehungsweise ich dachte, es wäre schon alles veröffentlicht. Und es handelt sich dabei um The Long Dark. Das Spiel habe ich günstig geschossen bei, ich glaube, Bücher.de oder sowas. Und ich habe gedacht, da wären schon alle Geschichtsepisoden drauf, so dass man das komplette Spiel spielen kann. Nope, ist es nicht. Bis zum aktuellen Zeitpunkt werden wohl noch die anderen Stories rauskommen. Und ich mag das ehrlich gesagt nicht zu warten, bis dann, sage ich mal, die nächsten Kapitel rauskommen. Und dann erst weiter zu spielen, weil ich dann meistens den Teil davor schon wieder vergesse und das mag ich gar nicht. Deswegen, ich mag Episodenspiele so an sich nicht. Ich müsste immer wieder von vorne anfangen, deswegen warte ich lieber drauf, dass ich etwas komplett habe und es dann in einem Rutsch so gefühlt durchspielen kann. Also nicht, dass ich noch irgendwie ein halbes Jahr warten muss, bis das nächste Kapitel veröffentlicht wird. Also ich denke mal, ich werde das zum Tausch wieder freigeben. Ich suche ja noch ein paar Sachen auf meiner Liste. Denn es ist unvollständig und das macht mich irgendwie nicht glücklich. Hier ist auch noch hier so ein Büchlein und sowas alles mit bei, aber es ist halt nicht komplett und das nervt mich, weil ich werde so lange nicht weiterspielen, bis es irgendwann mal vollständig ist und ich weiß nicht, ob ich da noch dran denke. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber ich bin kein Fan von Episoden, wenn sie nicht komplett sind. Also, ich denke eher, dass das darf ein neues Zuhause finden, weil so finde ich es blöd. Und das letzte Spiel, was ich euch heute vorstellen möchte, ist auch eins, das ich in drei Tagen durchgesuchtet habe. Weiß nicht, 20 Stunden? Ich hatte ein langes Wochenende, wir hatten nichts zu tun. Ich habe die Zeit genutzt. Moonlighter. Oh boy, ich habe das hier gesuchtet. Oh, ich habe das gesuchtet. Das hat mich ja total angesprochen. Ich habe das Video ja bei Game Engine gesehen, wo er Moonlighter vorgestellt hat. Falls ich noch irgendwie so eine E-Karte irgendwo reinpacken kann, kriege ich den E da rein. Und seitdem hat es mich ja immer wieder gereizt. Ich bin da so rumgeschlichen. Und so, willst du das haben?
Hab's dann aber nie gekauft und dann war es jetzt, glaube ich, im März soweit und dann habe ich es im Laden gesehen und dachte mir so, ach, weißt du was, ich kaufe mir das jetzt, weil es unter 30 Euro gefallen ist und ich kaufe ja gerne Games unter 30 Euro und ja. Ich bin schwer begeistert, das ist ja auch eine Art Dungeon Crawler, wo du nachts in Dungeon gehst, Items sammelst und tagsüber in deinem eigenen Laden das Zeug verhökerst, um dir eben bessere Waren selber kaufen zu können, beziehungsweise bessere Ausrüstung oder deinen Laden und sowas auszubauen. Hat mich mega toll angesprochen, mega toll. Und ich habe es, wie gesagt, gesuchtet, ohne Ende. Ich liebe es, ich finde den Artstyle schön, ich mag die Gameplay-Mechanik, das Kämpfen. Ich habe zwar auf leicht gestellt, das gebe ich zu, aber das Kämpfen war echt herausfordernd, auch auf den leichten Schwierigkeitsgrad. Ich hatte sehr viel Freude dran. Und wenn ihr auf die so eine Dungeon-Crawler-esque mit ein bisschen Ladensimulation steht, kann ich euch das auch empfehlen. So, und das war es dann auch schon mit meinen Neuzugängen. Ich glaube, ich habe euch eh schon wieder viel zu lange vollgelabert. Daher bedanke ich mich fürs Zuschauen und würde sagen, tut nicht zu viel, tut nicht zu wenig, haltet die Ohren steif und bis zum nächsten Mal. Bye, bye!